Nordafrika bei Nacht. Ein wildes Raubtier lauert im Dunkeln, schwimmt in einem trüben Fluss und versucht, einen Fisch zu fangen, der so groß ist wie ein Auto. Plötzlich blitzt ein langes, scharfes Gebiss in der Dunkelheit auf. Was ist das? Ein wirklich großer Krokodil? Nein, definitiv etwas Schlimmeres! Dieses Mal haben wir beschlossen, etwa 100 Millionen Jahre in die Vergangenheit zu reisen. Dort wirst du nicht die modernen, gewöhnlichen Raubtiere finden, die du gewohnt bist, auf National Geographic zu sehen. Dieser Kerl ist ein 15 Meter langes Biest mit scharfen 15 Zentimeter langen Zähnen und einem Segel mit Stacheln auf dem Rücken. Hallo, Spinosaurus. Dies ist der einzige Dinosaurier, von dem wir wissen, dass er es vorzog, im Wasser zu leben, statt an Land wie die meisten anderen Dinosaurier. Er war ein exzellenter Schwimmer und hatte einige coole Anpassungen, die ihm halfen, viel Zeit im Wasser zu verbringen und zu überleben. Zum Beispiel waren seine ungewöhnlich langen Stacheln so lang wie Surfbretter. Aber das Segel war nicht nur zur Zierde da. Der Spinosaurus könnte es verwendet haben, um mit anderen Kreaturen zu kommunizieren. Wenn sein Segel aus dem Wasser ragte, war es, als würde er allen potenziellen Eindringlingen ein Warnschild zeigen. Das sagte: Hey, haltet euch von mir fern! Seht ihr nicht, dass ich beschäftigt bin? Viele kleinere Kreaturen entkamen schnell, nachdem sie diese Stacheln gesehen hatten. Sie hatten etwas Zeit zu fliehen, da der Spinosaurus damit beschäftigt war, seine Beute zu fangen und nicht allzu viel Beachtung dem Rest der Welt schenkte. Aber es scheint, dass diesmal nicht jeder die Botschaft erhalten hat. Ein paar Augen tauchte aus dem Wasser auf. Das Wesen blickte auf das Abendessen des Spinosaurus und kam näher, während es sich die Lippen leckte. Und jetzt, als es näher an das Flache kommt, sehen wir endlich, was es ist. Ein Purosaurus. Krokodile in jeder Form oder Zeitspanne sind furchterregend. Aber dieses ist besonders erschreckend. Länger als ein Schulbus und mit einem enormen Maul voller unglaublich scharfer Zähne. Wir schauen auf eine ausgestorbene Art von Riesenkaiman, die vorwiegend in Mittel- und Südamerika vor etwa 8 Millionen Jahren gelebt hat. Sie würden immer Säugetiere, kleinere Krokodile, Vögel, Reptilien und Amphibien jagen. Wir betrachten hier eines der größten Krokodile, sowie eines der größten Reptilien, die unseren Planeten durchstreiften, nachdem die Dinosaurier ausgestorben waren. Allein sein Kopf ist etwa 1,5 Meter lang, fast so lang wie der gesamte Körper der Mehrheit der Kaimanarten, die in der modernen Tierwelt existieren. Sieh dir seine riesigen Zähne an, während es sein Maul öffnet und nach dem Fisch greift, den der Spinosaurus früher gefangen hat. Geräusch eines sich verriegelnden Kiefers. Seine Zähne haben das Abendessen verfehlt. Der Spinosaurus sah den Feind kommen und bewegte es auf die andere Seite. Aber jetzt ist er wütend, dass dieser Fremde es gewagt hat, unaufgefordert zum Abendessen zu kommen. Er nähert sich dem Purosaurus, aber sehr vorsichtig. Sie wollen nicht, dass dieses riesige Krokodiltier sie erwischt, wenn man bedenkt, dass es einen der stärksten Bisse von allen Kreaturen hat, die jemals auf der Erde gelaufen, gekrochen oder geschwommen sind. Bis vor kurzem glaubten Forscher, dass das Kaiman vor etwa 8 Millionen Jahren im Tierreich aufgetaucht ist. Aber einige Studien aus dem Jahr 2020 zeigten große Bissspuren an einem 13 Millionen Jahre alten Faultier, die das Werk eines Purosaurus hätten sein können. Keine der anderen 6 antiken Krokodilarten in dieser Gegend hatte Zähne, die so groß waren wie die dieses Kerls. Sie konnten Knochen zerquetschen. Außerdem hatte der Purosaurus nie Angst vor der Herausforderung, größere und trickreichere Tiere zu jagen. Diese Krokodilartigen lebten in einem riesigen Feuchtgebiet namens Pebas, das heute zu Bolivien, Brasilien, Peru, Kolumbien und Venezuela gehört. Dies war die Heimat einiger unglaublich großer Kreaturen, darunter Nagetiere von der Größe von Büffeln und gigantische Schildkröten. Aber der Purosaurus jagte nicht nur sie. Es gab auch heftige, starke und große Reptilien. Kryposuchus, Murasuchus, Stupendemis, die er jagte. Sie waren wilde Raubtiere, denen ein seltenes Tier entkommen konnte, bis der Purosaurus die Szene betrat. Angesichts seiner Größe benötigte der Purosaurus täglich etwa 40 Kilogramm Nahrung zum Überleben.
Das ist eine Menge Nahrung, fast 20 Mal so viel, wie der amerikanische Alligator aus der heutigen Zeit zum Gedeihen benötigt. Der Spinosaurus versuchte, sich seinem Feind von hinten zu nähern, doch es war schwierig, an seinem riesigen, 12 Meter langen Körper vorbeizukommen. Der Purosaurus klickte mit den Zähnen, in einem Versuch, seine stärkste Karte auszuspielen, den Gegner packen und ins trübe Wasser ziehen. In einem Moment blickte der Spinosaurus zurück und fragte sich, ob es besser wäre, in diese Richtung zu gehen. Dieses riesige Krokodil würde sicherlich an Land langsam sein. Zumindest langsamer, als es im Wasser wäre. Es brüllte. Zumindest stellen wir uns vor, dass Dinosaurier solche Geräusche gemacht haben. Wir glauben das wegen all den Filmen, in denen die Crew die Laute verschiedener moderner Tiere mischte, um das Brüllen zu erzeugen, das wir mit Dinosauriern in Verbindung bringen. Einige glauben, dass Dinos wahrscheinlich eher Geräusche machten, die an das Gurren von Tauben oder das Grunzen von Straußen erinnern. Aber es ist zu spät. Wir haben uns hier bereits für das Brüllen entschieden. Das ist viel cooler. Der Spinosaurus lief auf das Wasser zu. Es ist nicht so, dass er dort keine Chance hatte. Er war im Wasser wirklich gut. Schau dir zuerst seine langen, scharfen Zähne an, ähnlich denen eines Krokodils. Sie waren perfekt zum Fischen und das Tier konnte sie zur Verteidigung verwenden. Und seine Nase war im Vergleich zu anderen Dinosauriern höher an seinem Rüssel platziert. So konnte er leicht atmen, auch wenn der größte Teil seines Kopfes unter Wasser war. Und stell dir das vor. Seine Knochen waren sehr dicht, ähnlich wie die Knochen von modernen Tieren, die im Wasser leben, wie beispielsweise Seekühe. Das war so, als hätte es eingebaute Gewichte, die, einmal mehr, diesem Dino halfen, ohne viel Anstrengung ins Wasser zu tauchen. Und vergiss nicht seine Schwimmfüße, die wie Paddel aussahen und ihm halfen, schneller zu schwimmen. Der Spinosaurus schwamm schnell davon, versuchte seinem neuen Feind zu entkommen, aber es schien, als hätte der Purosaurus nur darauf gewartet. Er begab sich schnell zurück ins Wasser, während seine Augen unter der Oberfläche verschwanden. Hey, was passiert da unten? Man kann einige Blasen und konzentrische Kreise sehen, die sich über die Oberfläche ausbreiten. In einem Moment tauchte der Spinosaurus aus der Tiefe auf, verschwand aber schnell wieder. Es schien, als hätte das Krokodil es in die Tiefe gerissen. Nach einer Weile kam der Purosaurus aus dem Wasser und näherte sich dem Abendessen, das er von Anfang an wollte. Warum machte es das Dino nicht einfacher und übergab es sofort? Die Zeit vergeht, aber der Spinosaurus taucht nicht auf. Man kann dem armen Ding nicht die Schuld geben, dass es sein Glück versucht hat, aber ich denke, man kann einem Biss, der 20 Mal stärker ist als der eines großen weißen Hais, nicht ganz entkommen. Außerdem mochte der Spinosaurus das Wasser, war aber einfach kein semi-aquatisches Tier wie der Purosaurus. Vielleicht wäre das Ergebnis anders gewesen, wenn sie an Land gewesen wären, aber wer weiß. Der Purosaurus hatte in seiner Zeit wirklich keine Konkurrenz. Einige Forscher glauben sogar, dass der T-Rex, wenn er zur gleichen Zeit wie der Purosaurus gelebt hätte, wahrscheinlich nicht in der Lage gewesen wäre, den scharfen Zähnen und dem unglaublich starken Biss dieses gigantischen Krokodils zu widerstehen. Der Purosaurus mag diesen Kampf gewonnen haben, aber das bedeutet nicht, dass er unbesiegbar war. Er mag zwar zu seiner Zeit der König des Dschungels gewesen sein, aber er konnte die Natur selbst nicht besiegen. Wie ich bereits sagte, lebte dieser Raubtier in Pebas. Dies war ein prähistorisches Paradies, bis sich irgendwann die Dinge zu ändern begannen. Die nahen Anden stiegen noch immer an und deshalb begannen sich die Flüsse und Seen in dem gesamten Feuchtgebiet zu verändern. Das einst massive Feuchtgebiet begann auszutrocknen und kleiner zu werden. Diese neue Umgebung war nicht mehr für Riesentiere geeignet. Kleinere Kreaturen hatten endlich einen Vorteil. Sie konnten sich besser anpassen, was ihnen half, in der sich verändernden Umgebung zu überleben. Die größeren, wie der Purosaurus, konnten nicht genügend Nahrung finden und sich anpassen. Sie waren hauptsächlich von großen Säugetieren und anderen großen Tieren abhängig. Wie sonst könnten sie ihren enormen Nährstoffbedarf decken? So verschwanden sie langsam. Die Geschichte endete dort für den Purosaurus. Aber für andere begann sie gerade erst. Das war die Zeit, als der Amazonas, wie wir ihn heute kennen, begann, sich zu formen. Landschaften veränderten sich und neue Ökosysteme entstanden. Kleinere Tiere konnten in diesen neuen Bedingungen gedeihen. Wir werden wahrscheinlich nie wieder solch gigantische Arten sehen, die durch die Regenwälder reißen. Ich denke, wir haben Glück.